Herzlich willkommen, lieber Steinbock, zu deiner Tarotkartenlegung für die 27. Kalenderwoche, der Woche, die am 1. Juli beginnt und bis zum 7. Juli geht. Wir haben in dieser Woche abnehmenden Mond und zwar bis zum 6. Juli, da haben wir einen Neumond und es könnte für uns alle eine recht ruhige Woche werden, lieber Steinbock. Wir wollen uns ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Und da schauen wir mal, was die Karten so zeigen. Okay. Und natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen und wir wollen uns zusammen die Woche für Steinbock ansehen. Okay, jetzt haben wir alle Karten vollständig und ich kann beginnen. Und hier haben wir den Hierophanten. Eine sehr ernsthafte Energie, aber auch eine sehr schöne Energie, bei der man sich viele Fragen stellt. Du wirst in dieser Woche dich mit vielen Fragen konfrontiert sehen. Und vielleicht spielt Weiterbildung oder Lehre oder neues Wissen hier eine besondere Rolle für dich. Vielleicht tauschst du dich hier diesbezüglich mit jemandem aus. Vielleicht mit deinem Partner, deiner Partnerin. Und es geht bei den Hierophanten viel darum, an was man glaubt, wovon man überzeugt ist, welche Werte man vertritt und welche Werte man leben möchte. Und so lohnt es sich hier genauer hinzusehen, genauer die eigene Welt zu hinterfragen. Und womöglich zu neuen, aber sehr durchdachten Antworten zu kommen, die einen selbst den Weg des eigenen Herzens offenbaren. Und wir schauen mal. Oh, es wird eine Woche für dich, in der du nicht so viel Antrieb und Energie haben wirst, lieber Steinbock. Ja, man sieht hier sogar auch eine gewisse Unzufriedenheit, die dir eben die Motivation nehmen kann. Etwas macht dich in deinem Leben aktuell unzufrieden und es ist wichtig, sich diesen Themen zu widmen, denn da liegt natürlich auch die Antwort dahinter, was du in deinem Leben ändern kannst, um glücklicher zu werden. Ja, es könnten deine Lebensumstände sein, die dich gerade nicht glücklich machen und es zeigen sich hier einige Blockaden. Vielleicht wartest du auch auf etwas und ohne diese Antwort, ne? Kannst du nicht richtig weitermachen, ne? Vielleicht wartest du hier auf etwas Bürokratisches, etwas vom Amt oder einen anderen wichtigen Schriftverkehr, eine Antwort von jemandem, eine Nachricht von jemandem. Und das blockiert dich in deiner Energie, ne? Das hindert dich daran, weiterzumachen. Ja, oder dir fällt irgendetwas Wichtiges an deinen Lebensumständen auf, die dich blockieren, ne? Dass irgendwie deine Wohnsituation nicht vorteilhaft ist oder vielleicht reichen dir im Moment deine finanziellen Möglichkeiten auch nicht aus oder du machst dir dein irgendwie Gedanken um das Finanzielle. Es ist eine sehr gute Energie, um die Vergangenheit zu analysieren und hier nüchtern und klar zu sehen, was man hätte besser machen können, was gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist. Aber es ist keine gute Energie, um die Zukunft zu analysieren, weil man die Zukunft nicht analysieren kann. Und in der Zukunft kann man es immer besser machen. Und daher nutze diese Energie, um die Vergangenheit und den Ist-Zustand zu reflektieren, aber versuche trotzdem positiv zu bleiben und von der Zukunft im positiven Sinne zu träumen. Du brauchst ein wenig Zeit der Erholung, du brauchst ein bisschen Zeit für dich. Das sieht man hier mit den 8 der Kelche. Es könnte sein, dass du in deiner Partnerschaft dich aktuell nicht glücklich fühlst und das kann nur ein temporäres Phänomen sein, weil du eben Zeit für dich und Erholung benötigst. Es kann aber auch ein ernsthafteres Problem ankündigen.
Und da lohnt es sich, genauer hinzublicken, ohne übermäßig kritisch zu sein. Ne? Weil ja, Auf und Abs gibt es in unser aller Leben. Ne? Du hast im Moment wenig Energie und das wirkt sich auch auf deine Emotionen aus. Ne? Dadurch haben deine Emotionen auch weniger Energie. Ja, und das hat auch alles seinen guten Grund, denn du hast die letzten Wochen etwas sehr Schönes erfahren. Ne? Also es gibt ja immer Auf und Abs und du kommst aus einer Hochphase. Ne? Und vieles lief hier sehr gut. Du hast einen Erfolg für dich vermelden können. Irgendetwas in deinem Leben, ein Aspekt in deinem Leben ist so richtig nach Plan gelaufen und hat dir ein positives Ergebnis generiert. Irgendwie warst du siegreich in einer gewissen Hinsicht, hast einen Erfolg erlebt, einen Sieg, eine Situation, in der du auch alte Probleme hinter dir lassen konntest und ja, gewisse Probleme ein für alle Mal lösen konntest. Und das hat dir Kraft und neuen Mut geschenkt. Ja, doch in dieser Woche erleidet deine Energie einen Dämpfer. Vielleicht hast du dir mehr erhofft, was nach diesem Erfolg passiert. Vielleicht, ja, bei den Sechs der Stäben ist es auch so, dass man erfolgreich jemanden für sich erobert hat, ne, etwas jemanden von sich überzeugt hat. Und es kann eben auch eine sehr leidenschaftliche Situation in einer Beziehung andeuten. Und vielleicht, ja. Vielleicht zeigen sich jetzt in dieser Woche andere Probleme, ne, mit denen du nicht gerechnet hast. Du hast irgendwie vielleicht erwartet, dass nach diesem Sieg, nach diesem Erfolg alles viel besser werden wird. Und jetzt stellst du fest, es hapert jetzt noch an anderen Aspekten. Das könnte durchaus sein, aber lass dich nicht entmutigen, sondern versuche die Ursache zu finden. Ja, das meinte ich hier, ne, mit den Fünf der Schwerter. Neigst du ein wenig zu Selbstzweifeln und den Zweifel an den Erfolg einer Sache oder den Erfolg an einer Beziehung? Und deine Gedanken an die Zukunft sind jetzt nicht unbedingt immer auf deiner Seite. Diese Selbstzweifel helfen dir womöglich nicht wirklich weiter. Aber weil sie dir auch so bewusst sind, könnte es auch sein, dass dir das sehr bewusst sein kann. Ja, dass dir diese eigenen Zweifel im Weg stehen ein wenig, ne? Der Pessimismus. Zwischen Pessimismus und Optimismus ist immer wichtig, ein Gleichgewicht herzustellen. Beide Fähigkeiten, ne? Beide Sichtweisen sind wichtig und ergänzen sich positiv, aber es sollte nicht in Ungleichgewicht sein. Und du neigst hier, was auch deinem Sternzeichen typisch ist, etwas zu negativen, zu pessimistischen Gedanken. Und der Grund liegt einfach hauptsächlich darin, weil du erschöpft bist. So simpel ist das manchmal. Natürlich gehören auch andere Probleme so dazu, aber die lassen sich alle lösen. Oder man schafft es, wenn man vorsichtig ist und vorausschauend, auch denen gekonnt entgegenzuwirken. Diese Karte finde ich hier sehr positiv, der Magier. Sehr positiv hier. Und das zeigt mir einfach, lieber Steinbock, dass deine Energie wiederkommen wird. Natürlich. Und zwar, womöglich wirst du das nach dem Neumond schon schnell erkennen können, nach dem 6. Juli. Hier kommt Dynamik rein, hier kommt Tatkraft rein. Hier wirst du neue Energie bekommen. Das baut sich so langsam auf über die Woche. Deswegen ist die Erholung so wichtig. Da kommt neue Energie rein, mit der du durchaus in der Lage sein wirst, deine Vorstellungen, deine Ideen, deine Wünsche in die Wirklichkeit zu übertragen, umzusetzen und zu leben. Und das mit einer Einfachheit, mit einer spielerischen Leichtigkeit, die du dir am Anfang der Woche überhaupt nicht vorstellen kannst. Ja, tatsächlich bekommst du hier sehr viel Strahlkraft und Energie und du solltest ja vor allem nach dem Neumond nicht scheuen, die Initiative zu ergreifen, wo immer du eine günstige Gelegenheit für dich siehst. Durch deine Strahlkraft, ne, wirst du auch viel Überzeugungskraft haben und andere für dich und deine Ideen begeistern können. Und in dieser Energie wird sehr vieles möglich sein. Deswegen
Überlege dir, nutze diese Woche, um dir genau zu überlegen, wohin du eigentlich möchtest, ne? Was dir wirklich von deinen Werten her besonders wichtig ist. Ja, das finde ich auch eine schöne Karte. Die vier der Scheiben geben dir Gewissheit, Stabilität, innere Stabilität, ne? Und Ruhe, vor allem Ruhe und Frieden, was du auch wirklich gut gebrauchen kannst. Du kommst ein Stück weit bei dir selbst an. Und beschäftigst dich mit dem Hier und Jetzt, verlässt dich auf die Menschen, die im Hier und Jetzt an deiner Seite stehen und von denen du ganz genau weißt, dass sie dir treu sind, dass sie dir loyal sind, dass sie zu dir stehen einfach, ne? Und das schenkt dir auch Gewissheit, Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Ja, du kommst hier wahrlich richtig bei dir selbst an, im Hier und Jetzt und kannst diesen Prozess positiv durch Meditation beeinflussen und indem du natürlich auch dir Zeit für dich nimmst. Ich kann dir auch Spaziergänge in der Natur empfehlen oder überhaupt Spaziergänge, ne? Um diesen Prozess zu beschleunigen, um ihn zu unterstützen, um dies auch zu erreichen, diesen ruhigen Zustand, von dem aus deine Energie sich auftanken wird und alles sich neu aufbaut und deine Kraft dann auch wiederkommt, ne? Ja, in dieser Woche wirst du blockiert sein. Hier gibt es Umstände, die ein Weiterkommen verhindern. Ne? Und das ist auch normal, wenn man einen Sieg eingefahren hat, wenn man ein Hoch erlebt hat. Man kann ja nicht immer im Hoch, auf den, also nicht immer im Hoch sein, sondern es gibt einfach diese ausgleichende Energie wieder runterzufahren. Ne? Und das ist etwas, was man akzeptieren muss, lernen muss, damit umzugehen. Man sieht hier deutlich, es liegt nicht an deiner Motivation, es liegt auch nicht an deinen Plänen, es liegt an den äußeren Umständen. Und das passt auch sehr gut zu den abnehmenden Mond, ne? Du bist ja nicht alleine in diesem abnehmenden Mond, sondern alle anderen auch. Und überall nimmt die Energie ab. Und das kann man eben für sich konstruktiv nutzen, indem man diese Zeit nutzt, um sich auf andere Qualitäten in sich zu konzentrieren. Ja, und das ist eben die Selbstreflexion, die Analyse der Vergangenheit und eben, ja, die Fragestellung, das sind auch hier philosophische Fragestellungen und das Aneignen neuen Wissens ist hier sehr zielführend, sehr begünstigt. So kannst du die Zeit nutzen. Man sieht schon, dass du viele Ambitionen hast. Möchtest jetzt auch einiges erreichen. Du hast schon Ehrgeiz. Du möchtest jetzt weiter vorangehen. Aber es ist nicht möglich im Moment. Es ist nicht so leicht und auch dann gar nicht so zielführend. Der Hohepriester, das ist die gleiche Karte, auf dein soziales Leben gerichtet. Ja. Das sagt mir, dass diese philosophischen Überlegungen auch stark mit dem Umgang mit deiner Familie, Freunden und auch in deiner Partnerschaft eine Rolle spielt. Ne? Also hier werden interessante Gespräche stattfinden. Hier wird man sich fragen, welche Werte möchte ich in meiner Familie, in meiner Partnerschaft leben? Welche Werte sind mir da wichtig? Wohin soll das führen? Ja, und vielleicht geht es dir auf der Arbeit so richtig gut und da läuft es gut, aber im Privatleben nicht. Und diese Woche gilt dein Privatleben. Und vielleicht bist du auch unzufrieden, weil irgendjemand anderes, mit dem du zusammen wohnst, ein Problem hat. Und da könntest du auch als beratende Funktion tatsächlich auftreten. Und vielleicht eignest du dir neues Wissen an, ne? Über
Pädagogik oder Psychologie, um diese ganze Situation besser einschätzen zu können. Oder suchst tatsächlich professionelle Hilfe auf, ne? Der Hohepriester steht eben auch für einen sehr weisen Berater. Ja, ne? Vielleicht Familienberatung, ein Therapeut oder Therapeutin. Etwas in der Art, ne? Du möchtest, dass alles wieder reibungslos läuft. Du möchtest, dass ihr auch als Familie oder in der Partnerschaft oder als Freundeskreis gut funktioniert, ne? Dass es irgendwie, dass wieder eine gut funktionierende Harmonie wiederhergestellt ist. Und dadurch, dass du diese Ordnung in dir selbst findest, machst du einen ersten positiven Anfang hin zu dem, was du dir wünschst. Und nach dieser Woche hast du mehr Handlungsspielraum, um für alle anderen Beteiligten eine stabile Situation zu schaffen. Aber es fängt in der Tat zunächst erstmal bei dir an. Ja, so ist es ja immer, ne? Zum Ende der Woche wirst du einen Ritter der Kelche begegnen. Und der Ritter der Kelche kann eine andere Person in dein Leben darstellen, natürlich, ne? Es könnte sich um ein Wasserzeichen handeln. Fische, Krebs oder Skorpion wäre da denkbar. Aber natürlich wäre auch ein anderes Sternzeichen denkbar. Und vielleicht ist es auch einfach, unabhängig vom Sonnenzeichen, die emotionale Seite eines Menschen, ne? Vielleicht ist das auch die Person, die aktuell auch einige Probleme im Leben hat. Und du triffst dich dann mit diesem Menschen oder beschäftigst dich intensiver mit dieser Person zum Wochenende hin. Ja, triffst dich und begegnest diesen Menschen auf einer tieferen Ebene. Natürlich könnte der Ritter der Kelche sich auch auf dich beziehen. Auch wenn du selbst kein Wasserzeichen bist, ne? Dann ist es vielleicht hier deine emotionale Seite, die mehr zum Wochenende gezeigt wird und die du vielleicht selber mehr zeigen möchtest. Der Ritter der Kelche ist eben ein emotionaler Mensch, sehr empathisch und einfühlsam. Ein Mensch, der auch viele Ideale hat und diese Ideale in der Wirklichkeit wieder gespiegelt sehen möchte. Daher verfolgt der Ritter der Kelche oft auch ein soziales Engagement, ne? Vielleicht geht es hier auch um eine soziale Tätigkeit, für die du dich entscheiden wirst, die du jetzt machen möchtest, ne? Ein Ehrenamt. Oder ja, überhaupt ein Akt der Solidarität, das kann ja wirklich sehr vielfältig sein, ne? Es ist auch manchmal einfach, indem man Nachbarn hilft oder so. Der Ritter der Kelche ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfsbereit. Wir schauen uns diese Person mal genauer an, um mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Der Ritter der Kelche denkt an eine Prinzessin der Schwerter. Und diese Prinzessin der Schwerter könnte eine andere Person sein oder auch du. Könnte aber auch, wenn der Ritter der Kelche zum Beispiel eine Familie hat, auch der Sohn oder die Tochter sein, ne? Und es gibt hier wohl irgendwie eine schwierige Situation, die dem Ritter der Kelche zu schaffen macht. Dieser Mensch ist am Grübeln und am Nachdenken und findet tatsächlich keine richtige Lösung für sich. Ja, es gibt hier ein Dilemma, eine Zwickmühle. Und der Ritter der Kelche hat mehrere Möglichkeiten, darauf zu reagieren, weiß aber nicht ganz klar, fühlt es auch nicht, welche die richtige Methode ist. Oder welche die richtige Option wäre, was dieser Mensch machen soll. Und ja, dieser Mensch scheint überfordert zu sein mit etwas.
Und die Einsicht dessen, dass man überfordert ist, könnte hier von großem Wert sein. Tatsächlich sehe ich, dass dieser Mensch Verantwortung ablegt, einen Rückschritt machen wird, ne? Irgendwie, ja, um halt irgendwie ein Stück weit von vorne mit etwas zu beginnen oder einfach einzusehen, dass man mit einer gewissen Situation überfordert ist oder ratlos ist. Hier gibt es etwas Wichtiges für den Ritter der Kelche, was er einzusehen hat. Und vielleicht bist du die Person, die ihm das erklärt oder aufzeigt oder ihr zusammen. Es hat hier schon etwas mit familiärer Geborgenheit zu tun. Vielleicht das Gründen auch einer Familie oder ein familiärer Umstand, ein familiärer Konflikt. Grundsätzlich ist das was, es ist eine schwierige Situation, ja, aber es gemeinsam zu lösen. Ich habe das Gefühl, du möchtest für diesen Menschen da sein, ne? Ja, es hier dieses Ge Problem gemeinsam zu lösen oder überhaupt und Gespräche darüber zu führen, wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit deutlich verbessern. Ich glaube, lieber Steinbock, dass du selbst gar nicht so viel tun musst, um für diesen Menschen da zu sein, sondern es reicht wirklich einfach nur zuzuhören und diesen Menschen zur Seite zu stehen, bis dieser Mensch selbst auf die notwendige Erkenntnis gekommen ist. Ich denke, das wird das Vertrauen unter euch beiden deutlich verstärken und die Bande stärker machen, ne? Und für dich ist es dann auch entspannter. Man sieht, dass hier viel Geborgenheit aus dieser Situation resultieren wird. Ich denke, du kommst zu dem Schluss, dass es einfach das Richtige ist, diesen Menschen zur Seite zu stehen, ne? Ja, wer diese ganzen einzelnen Personen sind, ist wirklich sehr vielfältig, ne? Aber das wird dir dieser Ritter der Kelche ja erzählen, weil dieser Mensch befindet sich ja im Dilemma und weiß einfach, ja, also, dass er oder sie, es kann ja auch eine weibliche Person sein, die ja das volle Bild erzählen muss, damit ja es zu einer Lösung kommt. Daher wirst du auch alles Notwendige dann erfahren. Diese ganze Situation könnte auch der Grund sein, warum du dich hier blockiert fühlst, weil du auch spürst, dass etwas Wichtiges noch nicht entschieden worden ist. Und das ist eben die Option, die den Ritter der Kelche aus seinen oder ihren persönlichen Dilemma herausführen wird. Die richtigen Antworten kommen. Sag ich doch. So einfach ist das. Ja, aber schön, dass es so gut passt, ne? Dadurch sehe ich auch sehr optimistisch, dass ihr diese Situation lösen werdet. Also, ne, besonders am Anfang der Woche, lieber Steinbock, möchte ich dir raten, hier sehr gut zu dir selbst zu sein und Selbstfürsorge zu pflegen, sodass du gestärkt, ne, und mit einem ausgeruhten und erholten Geist diesen Ritter der Kelche begegnen kannst. Es ist gut für dein Privatleben, ne? Ja. Ja, lieber Steinbock, ich wünsche dir auf jeden Fall eine entspannte Woche mit vielen positiven Erfahrungen und positiven Gedanken und Erkenntnissen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.